Momenten ist, wenn sie zum Klang kommen, so ist es mit den Texten, die wir hören, mit den Liedern, die wir singen. Wenn eine Glocke anschlägt, dann hat sie zwar einen Schlagton, aber eine Unmenge, eine Sinfonie von anderen Tönen, Ober- und Untertönen, schwingen mit, erklingen, auch wenn wir sie nicht direkt hören. Das geschulte Ohr, etwa von Glöcknern oder Glockensachverständigen oder musikalisch ganz begabten, hört diese verschiedenen Quinten und Quarten heraus. Und erst wenn das mitschwingt, dann kann man von einem gelungenen Ton sprechen. Andernfalls wird nach dem Guss die Glocke wieder eingeschmolzen. Ähnlich verhält es sich bei den Liedern und Texten. Heute, wenn wir die O-Antiphon vom Schlüssel David singen. Da ist sozusagen der Schlagton ein Text bei Jesaja. Es gibt einen korrupten Beamten. Damals, wie es sie auch heute gibt. Und jenem Beamten wird der Schlüssel weggenommen vom Palast. Das ist der Palastvorsteher Schäppner. Der taugt es. Also wird ein Zuverlässiger eingesetzt, dem man den Schlüssel übergibt, als Zeichen seiner Würde und seiner wichtigen Verantwortung und Aufgabe. Den Schrifttext, den wir eben hörten, greift darauf zurück. Eine Gemeinde in großer Bedrängnis in Philadelphia. Der Menschensohn hat diesen Schlüssel Davids, weil er verlässlich ist. Er ist, wie es das Neue Testament sagt, der treue Zeuge Gottes. Er schafft einen Ausweg. Das ist sozusagen die Quint in diesem Glockenton. Aber voll und rund wird dieses Lied vom Messias erst, wenn wir den Sprung dessen, was wir gleich singen werden, noch mittun. Wir machen uns diesen Text dazu eigen und gehen diesen Schritt dadurch. Der Messias, so singen wir, der da auf uns zukommt, als Befreier, so haben wir das gestern schon angestimmt, ist nicht nur derjenige, der den Schlüssel hat, sondern er ist der Schlüssel selbst. Er ist der Öffner aller Kerker. Und zwar auch des dunkelsten Kerkers unseres Lebens, nämlich des Todes. So wie wir jeden Morgen hier in dieser Kirche und überall auf der Welt Christen das tun, wenn sie das Lied des Zacharias anstimmen, der in diesen Tagen im Evangelium eine Rolle spielt in der Johannesgeschichte. Die sind wir, die im Dunkel und Todesschatten sitzen. Aber aus diesem Kerker hat uns nicht nur einer befreit, sondern er nimmt uns bei der Hand und führt uns heraus. Er selber ist der zuverlässige Schlüssel Davids, der Öffner im Namen Gottes. In ihm öffnet Gott selbst uns alle Türen aus Leid, Tod, Unterwelt, Sünde, Hölle, was immer wir aufzählen wollen, was uns zu schaffen macht, was uns den Atem nimmt, was uns keine Perspektive haben lässt. Er, der Schlüssel Davids, kommt in die Nacht unseres Lebens und er befreit uns. Oh.